Der nächste Applaus wäre für die drei Personen, die ich da vorne habe. Ich darf Ihnen die kurz vorstellen. Dennis Billmann zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen. Dennis Billmann ist 56, wir dürfen das Alter sagen, oder Dennis? Im Übrigen haben wir abgemacht, unter Sportler ist es so, man sagt sich du und darum tun wir uns hier auch duzen. Ja, das ist halt die Unkompliziertheit, die der Sport hat, verglichen mit vielleicht Politik, Wirtschaft, Kunst, ich weiß nicht. Dort verkehre ich nicht so in diesen Kreis, aber wir sagen uns du. Und eben, Dennis Billmann, sie ist 56. Sie ist im 81. Eiskunstlauf-Weltmeister geworden, hat an den Olympischen Spielen 1980 mitgemacht, 81 Europameisterin. Mit 8 Jahren ist sie zuerst mal irgendwie in einem Wettkampf unterwegs gewesen. Dann später, die Eltern wissen das, ist sie die gewesen mit den Pirouetten. Da ist dann gewesen, wenn man hinten das Bein so hochnimmt oder, und dann oben hebt. Also etwas, was ich mich heute noch frage, wie geht das? Ich glaube, Dennis Billmann kann es heute noch machen. Also eine, die man einfach kennt, seit Jahren bekannt ist, auch nach dem mehr oder weniger Rücktritt vom Aktivsport. Sie ist immer noch aktiv, wir werden das hören dann. Dann haben wir Karin Weigelt, sie ist die jüngste bei uns hier im Bund. Sie ist 35. Karin Weigelt ist im Handball gross geworden, als Nationalspielerin. Ich darf da sagen, ich komme auch aus dem Handball raus. Karin ist für mich die beste Handballerin, die es gegeben hat, je in der Schweiz. Sie hat 127 Länderspiele gemacht. Was besonders ist bei der Karin Weigelt, sie ist Linkshänderin. Und man sagt eigentlich immer im Handball, die Linkshänderin sind oder Linkshänder, die haben es ein bisschen einfacher im handballerischen Leben, weil es von denen einfach weniger gibt. Aber sie hat es auch ohne da, hat sie sicher weit gebracht, Karriere in Deutschland, in Frankreich, in Norwegen, in der Schweiz, beim LC Brühl gross geworden. Und jetzt hat sie eine eigene Firma im Marketingbereich aufgetan und zeigt natürlich, dass sie auch dort ihre Frau stellen kann. Schließlich der zweite Mann hier oben, damit ich mich nicht so einsam fühle, das ist der Marc Zellweger. Mittlerweile, unglaublich, ist er auch schon 49, gell? Ein bisschen gut. Das Alter ist ihm sehr wichtig. 46, ja. Gut vorbereitet. Wir kennen den alle als den Mann, der der FC St. Gallen zu Zeiten, wo er wirklich noch wahnsinnig gut war, nämlich Schweizer Meister geworden ist, eine besondere Persönlichkeit war. Handballgott, hat man dort mal gesagt. Er war auch mal im Ausland kurz. Aber er hat den FC St. Gallen geprägt. Er war immer der, den ich geschätzt habe als Journalist, weil er nicht der Fußballer 0815 ist, sondern hat auch ein bisschen ja, anderes Gedanken gut gehabt, hat das auch vertreten, hat das gelebt. Er hat in der Nationalmannschaft gespielt und ist immer sich selber geblieben. Und wir kommen sicher heute Abend auf das ein bisschen zurück, auch in seinem Leben nach dem Beruf Fußballer. Im jetzigen Beruf, da ist auch wieder der Marc Zellweger geblieben. Ich habe die drei ein bisschen vorgestellt. Jetzt möchte ich eigentlich gerade in dem Sinn einsteigen. Dennis Billmann, wo du gehört hast, es gibt ein Podium mit der Karin Weigelt, mit dem Marc Zellweger. Was ist dir als erster Gedanke durch den Kopf zu diesen zwei Personen? Also Namen habe ich auch schon gehört. Also Karin kenne ich von Instagram, Social Media, aber halt auch natürlich schon gehört vom Handball und ja, der Marc natürlich auch. Also und dann habe ich gefunden, ja, so ein Sportlergespräch finde ich eigentlich immer interessant und ja, habe dann gerne zugesagt. Karin, wie war es bei dir? Ja, für mich ist natürlich auch Dennis Billmann ein riesen Name für die Schweiz, für den Schweizer Sport natürlich und irgendwo gross geworden auch mit ihnen Erfolg und geschaut auch und daheim natürlich mitgefiebert und das ist doch lässig, dass du jetzt auch da dabei bist und bei Marc ist es genauso, also wir sind nahe beim, ist bei Moos aufgewachsen, wir sind früher auch als Kinder oft schauen, wir haben sogar Autogrammkarten von dir daheim gehabt und alles, also nicht mehr. Leider nicht mehr, nein, nicht mitgenommen im letzten Umzug, aber auf jeden Fall zwei grosse Namen und es ist für mich sicher eine Ehre, mit euch hier auf der Bühne zu stehen. Was war denn bei Marc, als er gehört hat, mit diesen zwei Frauen? Ja, eben. Pirouette, die kennt man. Mit Eltern, da im 81 habe ich das geschaut und im 80. Sie kenne ich durch einen Anlass St. Gallen, so ein Stadtwerk, Göpp hat es mal gegeben. Und dann habe ich mal ein SMS von meinem Chef bekommen, ob sie darf mir schreiben zum für den Anlass da kommen. Und dann, wenn der Druck vorbekommt, dann. Muss ich ja sagen. Vielleicht gibt es dann mal eine Lohnerhöhung. Aber also der Druck war wahnsinnig groß für dich? Extrem, extrem. Nein, ja, ich bin gerne hierher gekommen. Ich ist ja gerade einmal umgekehrt und dann bin ich da. Also es ist perfekt für mich. Und über Sport rede ich gerne.
Gut, jetzt reden wir aber über den Sport und das danach. Bleiben wir gerade bei Marc Zellweger. Die heutige Situation, nachdem du vom Fußball zurückgetreten bist, jetzt bist du im Berufsleben rein. Was ist der grösste Unterschied, damals mal Fußballer beim FC St. Gallen, bleiben wir jetzt bei dem, und heute als Chef vom Fitnesscenter? Was ist der grösste Unterschied? Im Fußball ist zwar ein Mannschaftssport, aber da schaut man auf sich. Also man muss schauen, dass man zweig ist, man muss schauen, dass man konkurrenzfähig ist. Und dann in zweiter Linie geht es auch ums Team, also dass man mit der Mannschaft Erfolg hat. Aber wenn man selber nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Dann ist man nicht mehr lange Profi. Dann geht man aus dem ganzen Kontext geht man raus und muss dann sich anders orientieren. Und jetzt als Chef eines Fitnesscenters muss ich schauen, dass das Team funktioniert. Und also, ich sehe es ein bisschen von oben runter. Und als Spieler schaust du eigentlich nur für dich. Also musst nicht auf schauen, dass der andere fit ist, sondern du musst schauen, dass du fit bist. Und das ist eigentlich der grösste Unterschied zwischen Chef im normalen Leben und als Fußballprofi. Und eben in der Mannschaft. Dennis Biermann, bei dir, du bist eigentlich nie in einer Mannschaft im grösseren Rahmen gewesen, sondern immer Einzelsportler. Egoistin und heute auch noch, oder nicht? Also als Einzelsportler muss man natürlich auf eine Art Egoistin sein. Also man muss einfach alles machen, was es halt braucht, um zu gewinnen. Und dann muss man auf sich selber hören. Und wenn ich heutzutage Sport mache, oder ich mache ab und zu immer noch Auftritte, aber im Vordergrund ist natürlich das Coaching, dort schaue ich dann auf die anderen. Aber sonst ist es halt schon ein Sportler, Einzelsportler, der muss Ehrgeiz haben, Disziplin und alles und muss kämpfen für sich. Also das ist dann nicht für alle, oder? Also es ist gegeneinander. Und zum können, bei mir war es so, um ganz an die Spitze zu kommen, musste ich individuell trainieren. Also so, wenn ich genau das Gefühl hatte, das ist richtig für mich. Ja, und habe immer auf meinen Körper gehört, wie ich das mache und alles aufgeschrieben. Ich hatte schon meine Trainer gehabt, aber ich habe natürlich selber viel besser gespürt, wann muss ich das Kondi machen, wie viel, da ich das alles immer notiert habe und dann geschaut habe, an welchem Tag bin ich dann am besten gewesen, nach dem Kondi. So Sachen, das kommt mir dann nicht so von Tränen gesagt über. Und ist man dann am Leben Egoistin? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl. Also mir liegt es immer am Herzen, wenn ich sehe, irgendetwas ist, also wenn man in einer Gruppe ist und irgendwie der eine vielleicht so ein bisschen ausgelassen wird oder so, also dann tue ich mich immer gerade irgendwie um die kümmern. Also ich habe immer so ein soziales Bedürfnis irgendwie. Also vielleicht zum Kompensieren von früher. Karin Weigelt, auch ein soziales Bedürfnis? Ja, soziales Bedürfnis auf jeden Fall. Und ich habe es ein bisschen anders erlebt als der Marc. Also vielleicht ist es auch jetzt mit dem Handball zu tun, wo nicht so extrem professionalisiert ist wie der Fußball. Bei uns ist wirklich so, ich war relativ schnell einmal Mannschaftsführerin, Captain von einer Mannschaft. Und dann bist du auch wirklich verantwortlich, dass es in der Mannschaft funktioniert, ein bisschen, was du jetzt beschreibst vom Fitnesscenter. Und das ist bei uns, vielleicht ist es auch ein Frauenthema in dem Mannschaftssport, aber da ist schon noch wichtig, dass alles funktioniert und dass man schon jeder schaut für sich, dass er seinen Platz hat auf dem Feld und dass er weiterkommt und dass er seine Karriere kann machen kann. Aber dass es in der Mannschaft funktioniert und dass man eben auch vor der Mannschaft kann stehen und schauen, dass es einen richtigen Weg geht und dass man die richtigen Ziele miteinander erreicht, da habe ich relativ früh schon müssen machen auch und habe das eigentlich auch gerne gemacht. Und das war bei uns schon ein wichtiges Thema gewesen, dass man eben nicht nur Einzelkämpfer ist, gerade bei unserer Sportart. Und als Captain von der Mannschaft hat man noch eine Führungsfunktion? Ja, auf jeden Fall. Also, das eine ist natürlich innerhalb der Mannschaft, dass du dort musst schauen, dass man die Mannschaft führen kann, die Frauen kannst, zusammenbringen, dass alle am gleichen Strick ziehen. Aber auch gegenüber dem Trainer, gegenüber den Medien, den Sponsoren natürlich und auch gegenüber dem Verein. Weil dann musst du, als wenn du eine Profimannschaft bist, stehst du da auch ganz andere Sachen gegenüber, als wenn du das nur hobbymäßig machst. Und wie ist dein Fußball als Captain? Ich war auch mal Captain. Also ja, das so, dass ich das nicht kenne. Also es kommt auch immer ein bisschen auf den Typ Mensch drauf an. Wie man ist, tut man gerne in der Öffentlichkeit stehen und schwätzt vorne gerne. Ich bin eher der Typ, der gerade 1-zu-1 Gespräch gesucht hat mit den Spielern. Wo der Trainer mich gefragt hat, willst du der Captain sein? Dann habe ich gesagt, ja, du musst aber wissen, ich bleibe mich. Also ich mache da nicht grosse Teamsitzung oder gehe da gross von den Medien, sondern ich bin relativ zurückgezogener Mensch, kurz und knackig sind meine Interviews.
Und das hat er akzeptieren und das hat er akzeptiert und es ist, glaube ich, gut gelaufen. Eben andere sind, die schauen, dass alle miteinander in die Richtung gehen. Das habe ich schon angeschaut, aber nicht so extrem. Also ich bin immer der gewesen, der gesagt hat, mit Leistung vorausgeht. Und das hilft am meisten, dass man andere Leute mitziehen kann. Und jetzt geht es ja bei uns heute ein bisschen um das Karriereende. Wann ist denn der Gedanke bei dir zuerst mal aufgekommen, Karriereende? Wann ist der Zeitpunkt und wie geht es nachher weiter? Das weiß ich gar nicht, so lange her. Naja, ich kann ja dürfen relativ lang shooten. Ich habe bis knapp 38 Jahre Profi sein beim FC St. Gallen. Und dann in den letzten ein, zwei Jahren habe ich schon gemerkt, jetzt wird es langsam eng. Also die Jungen werden besser, jetzt musst du dich vielleicht ein bisschen orientieren. Ich habe dann angefangen, ein Studium machen im Sportmarketing und Management. Und am Schluss ist eigentlich die Entscheidung dann vom Verein gekommen. Also ich hatte das Gefühl, ein Jahr würde noch gehen. Also habe mich so fit gefühlt und der Verein hat gefunden, nein, wir setzen auf die Jungen, was auch legitim ist. Also ich bin ja auch weggegangen von St. Gallen auf Köln und wenn ich das Gefühl habe, jetzt brauche ich etwas Neues und der Verein hat das Recht auch. Und dann war es so, dass es relativ kurz und knackig war. Also es ist ein Monat vorher ist bekannt geworden, dass ich aufhören darf. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass ich ein bisschen Geld verdient habe in meiner Karriere, wo ich nicht gerade wieder Druck hatte, sofort etwas zu machen, sondern mir zwei Jahre Zeit genommen habe, verschiedene Sachen zu kennenlernen und dann am Schluss das zu finden, was auch einigermaßen Spass macht. Und jetzt im Nachhinein ist es für mich perfekt aufgegangen. Ich bin momentan dort, wo ich sehr gern bin. Es macht mir Spass. Und solange es mir Spass macht, muss ich nichts ändern. Dennis Biermann, du bist eigentlich gar nicht richtig zurückgetreten. Nein, offiziell nie. Nein. Wieso nicht? Ja, also ich mache ja immer noch mal ab und zu Shows und ich habe irgendwie nie so jetzt das Bedürfnis gehabt, irgendwie eine Pressekonferenz zu machen und dann sagen, weil es, also beim Eislaufen ist halt auch ein Sport nach den Wettkämpfen, hat man auch können Shows machen. Also ich habe mit 17 bin ich an der Olympiade Erste gewesen, der Kür, und dann sind eigentlich, wo ich nach Wettkämpfen gelaufen bin, schon Engagementanfragen gekommen von Filmen und Holiday on Ice, also von der grössten Eisrevue der ganzen Welt. Und die haben dann gesagt, ja, wenn ich dann Weltmeisterin werde, sie wollen dann exklusiv mich schon haben. Also das ist schon ganz vorher viel gelaufen. Und als ich dann in die Shows bin, ja, ist ganz viel los gewesen. Ich bin dann auch noch in Film, habe ich können machen und weitere Shows. Also es war wie so ein Film, der abgelaufen ist nach dem Weltmeistertitel. Und bei den Profis konnte ich dann auch noch 11-mal den Profi-Weltmeistertitel gewinnen und Shows machen. Das ist halt der Vorteil beim Eislaufen, dass man wie beides machen kann. Also man kann Wettkämpfe und Shows vorführen quasi. Karin, du stehst schon in der Mitte rein, oder? Sie ist nie zurückgetreten, der Marc musste zurücktreten und du hast dürfen zurücktreten. Ja, es ist mir auch schwer gefallen. Also ich bin jetzt ziemlich genau vor einem Jahr habe ich den Rücktritt gegeben, habe das letzte Spiel gemacht im Juni 2018 und es war extrem schwierig für mich. Also ich hatte zwar das so geplant und gesagt, das ist jetzt, ich höre jetzt auf nach dieser Saison, aber trotzdem, wenn du so viel Herzblut gibst für den Sport und wenn du vorher geredet und das so gerne machst auch und dass dein Leben ist von klein auf, dann ist es extrem schwierig nachher zu sagen, okay, jetzt kommt ein neuer Abschnitt und jetzt mache ich eben etwas anderes. Und da ist mir schon auch, gerade im Sommer, dann, nachdem ich aufgehört habe, hat mir schon ein bisschen, ja, ein bisschen wehtun auch. Aber ich habe gewusst, ich muss es irgendwann machen. Und wenn es die letzte Saison gewesen wäre, wäre es diese Saison gewesen. Hast du denn von irgendwo Hilfe bekommen? Oder hast du Hilfe anfordern in dieser, sag jetzt mal, Übergangsphase, die nicht so einfach war? Nein, eigentlich grundsätzlich Hilfe so in dem haben wir nicht. Ich habe sicher können davon profitieren, dass wir mit dem Verband relativ eng zusammengearbeitet haben und jetzt auch dort die Möglichkeit haben, meine Erfahrung weiterzugeben, junge Spielerinnen. Und das ist doch etwas Lässiges, dass du nicht sofort ganz draußen bist aus dem Sport, sondern auch weiterhin kannst du irgendwie etwas weitergeben den jungen Spielerinnen. Vor allem auch von dieser Erfahrung, die ich gemacht habe. Marc, hat es bei dir irgendwie noch eine Hilfe gegeben, jetzt sagen wir konkret vom FC St. Gallen, in dieser Phase nachher? Oder bist du einfach quasi kein Vertrag mehr? Jetzt schau, was du machst. Nein, nicht ganz. Also ich habe die Möglichkeit gehabt, beim FC in den verschiedenen Bereichen hineinzuschauen.
Event organisieren oder Rasenmäher, einfach alles habe ich ein bisschen durchgemacht. Ich habe jede Abteilung mal geschaut. Hast du den Rasen mal gemeint? Ja, habe ich gemeint. Tatsächlich? Dort, wo er ein bisschen schief war. Die Linie habe ich nicht ganz richtig getroffen. Der Rasenmäher, die Linie wird dir nachher nicht sagen, oder? Ja, ja, zuerst Rasenmäher, nachher Linie. Also da alles, wie es gehört. Von Anfang an. Also, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen. Ja, kein Problem. Sogar gedankt habe ich an den Rasenmäher. Und dann wollte ich eine Ausfindung machen, ob das etwas ist für mich. Gleichzeitig habe ich noch die Ausbildung zum Fitnessinstruktor gemacht. Da habe ich dort auch mal noch das gesehen. Und dann schlussendlich habe ich dann das Angebot von Update Fitness bekommen, ein Center zu übernehmen hier in Rorschach. Und dann ist für mich eigentlich klar gewesen, dass ich nicht einen Bürojob will, dass man das eher gegen den Strich geht, nur im Büro hinhocken, 8 Stunden. Und so bin ich jetzt 6 Jahre bei Update Fitness und eben, fühle mich wohl. Was ich auch nicht wollen, ist im Fußball bleiben. Also sprich irgendwie Trainer oder Sportchef, das wollte ich nie wollen, sondern ich wollte eigentlich weg von dem Anführungs- und Schlusszeichen Zirkus, wo viel auch. Nochmal schnell zum Zirkus zurück. Hat man in der Aktivzeit als Fußballer innerhalb von dem Zirkus hat man überhaupt Zeit, eine Weiterbildung zu machen? Man ist ja taktet von dem Training, von dem Match und so weiter. Hat man Zeit, um dort etwas für nachher machen? Wenn man will, ja. Also es ist immer eine Einstellungssache und Typ Mensch. Also ich habe am Anfang von meiner Karriere habe ich noch ein Handelsdiplom gemacht während dem Fußball. Und gut, damals war vielleicht der Fußball noch nicht ganz so extrem wie heute mit der Anzahl Spiel. Aber trotzdem bist du Profi gewesen, hast jeden Tag trainiert. Und dann ist einfach die Frage, willst du das? Willst du dich quasi ein bisschen absichern, wenn eine Verletzung kommt oder so? Oder willst du es nicht? Gehst du das Risiko ein? Dass es dann nach einer Verletzung fertig war. Und das wollte ich eigentlich nie machen. Sondern dass ich immer irgendwie ein Standbein noch habe, wo ich dann weitergehen könnte, wenn der Fußball nicht geklappt hat. Karin, wenn ich bei dir so schaue, was du gemacht hast während der Fußballzeit, dann habe ich das Gefühl, du hast extrem viel für nachher gemacht. Das war ganz bewusst. Ja, das war sehr bewusst. Aber es ist natürlich eine andere Ausgangslage. Im Handball verdienst du nie so viel Geld wie im Fußball, im Frauenhandball. Du kommst so über die Runde im Ausland, aber kannst nie so viel auf die Seite tun. Also von dem her ist von Anfang an klar, dass du musst eine gute Ausbildung machen musst, dass du musst, für die Zukunft vorsorgen musst und dass der Punkt irgendwann kommt, dass du arbeiten gehst. Und für mich war das klar, ich habe quasi Marketing-Kommunikation-Ausbildung abgeschlossen und dann später Sportmanagement studiert in Deutschland, das Fernstudium. Und das konnte ich eigentlich optimal verbinden mit dem Sport. Und ich glaube, das ist, wie du es vorhin gesagt hast, das ist wirklich eine Einstellung vom Athleten. Auch, will ich das? Will ich halt anhocken, wenn ich auch mich erholen vor dem Fernseher oder spazieren? Will ich anhocken, etwas lernen fürs Studium und so weiter? Aber es ist auf jeden Fall möglich. Also man trainiert nie 24 Stunden am Tag. Dennis, das hast du nicht nötig gehabt? Nein, bei mir war eigentlich klar, dass der Erfolg ist eigentlich schon ganz jung gekommen. Also ich habe mit 13 schon alle 5 verschiedenen dreifachen Sprünge können. Das ist der Stand von heute immer noch bei den Frauen. Also ich war der Zeit ein bisschen voraus gewesen und dann ist schon so viel, hat man gewusst, dass das zu einem Weltmeistertitel führen kann. Und auch die Engagement, die ich bereits hier schon hatte. Dann ist es zu meinem Beruf geworden und ich konnte dann auch sehr viel Geld verdienen durch den WM-Titel und auch die Karriere, die ich nachher gemacht habe, natürlich auch mit den Profititeln, mit Shows, mit Werbung. Also ich konnte in Amerika, in Japan Werbung machen, in der Schweiz, in Deutschland. Und dann war halt auch viel Unterhaltungsshows, wo ich auftreten bin in Deutschland, in der Schweiz. Und das hat immer noch mehr gefördert, den Bekanntheitsgrad. Und das war dann sicher das, was ich auch wollen machen. Also ich hätte mich jetzt auch nicht vorstellen können, 8 Stunden in einem Büro sitzen. Also für mich muss es etwas sein mit Bewegen oder irgendetwas Spannendes einfach. Aber eben der prominente Status, der hat dir eigentlich ermöglicht, dein Leben nach dem Spitzensport zu finanzieren? Ja, schon, aber ich musste natürlich auch Leistung liefern. Also wenn ich jetzt bei Shows in den ersten Jahren keine gute Leistung gezeigt hätte, dann wäre das natürlich dann runter, sehr schnell. Und hast du die Gedanken mal gehabt, was passiert, oder Verletzung, oder? Was passiert, wenn ich jetzt nicht mehr gefragt bin? Nein, also für mich ist einfach Eislaufen die Leidenschaft und ich habe für das her trainiert, auch für Shows. Also ich bin nie auftreten und habe nur ein bisschen trainiert, sondern
Ich habe originelle Programme gemacht, mir immer neue Stilrichtungen wieder angeeignet auf dem Eis. Also so ist es für das Publikum auch sehr spannend geblieben und auch für mich selber. Aber für mich ist es einfach die Leidenschaft und so ist es immer weiter. Engagement, Anfragen, ganz viel. Ich bin auf der ganzen Welt für Shows unterwegs gewesen, sehr lang. Also bis über 40, bis ich dann gewechselt habe in den Trainer. Beruf eigentlich, ja, aber mehr oder weniger. Aber es hätte ja äußere Einflüsse können sein, wo sie ja, aber das bin ich nicht. Ich bin nicht der Mensch, der daheim sitzt und denkt, uiuiui, und was könnte alles passieren. Also ich bin einfach einlaufen gegangen und das war meine Passion gewesen und das habe ich einfach durchgezogen. Egal, was noch passiert. Genau, weil wenn man dann anfängt, abwägen, oh und so. Und ich habe mehr als 100% reingesteckt und wenn es dann etwas gewesen wäre, dann hätte ich immer noch handeln können. Also, aber das ist meine Natur. Ich bin eher so ein bisschen nicht so. mache mir nicht so viel Sorgen. Ich finde das lässig. Vor allem bei dir ist es sehr gut aufgegangen. Ja, klar. Ja. Genau. Ich bin jetzt eher der Typ, ich habe geplant. Ich will da auch irgendwie Sicherheit haben. Und ich glaube auch, dass ich auch meinen guten Weg gefunden habe. Und ich kann jetzt eben für den Handballverband zum Beispiel für die jungen Athletinnen eine Akademie aufbauen. Und das ist für mich auch, also, wo meine Leidenschaft kann weiterleben vom Handball. Und das ist für mich auch richtig schön, um dort können etwas zurückzugeben und dort eben können, in meiner Leidenschaft ein bisschen weiterzuleben. Mit dem Job jetzt auch. Und dadurch, dass ich eben Sportmanagement noch als Studium gemacht habe, habe ich auch die Handwerkzeuge, die ich dazu jetzt brauche, um das eben erfolgreich umzusetzen. Marc, wie ist denn im Fußball? Wie viele Fußballer, nehmen wir mal Super League, haben denn in ihrer Karriere die Chance, dass sie so viel verdient haben, dass sie nachher keine Sorgen mehr haben, damit sie auch keinen anderen Job mehr machen müssen? Da haben ja die Leute oft, denke ich, völlig falsche Vorstellungen. Ich denke, also ein Schweizer, der nur in der Schweiz shootet, wird sehr schwer haben, dass er am Schluss von seiner Karriere ausgesorgt hat. Also es wird, wenn du vielleicht 15 Jahre bei Basel shooten kannst oder bei IB jetzt, wo jetzt aufkommt, dann ist es vielleicht möglich, wenn du nicht gerade alles auf den Kopf haust. Aber mehrfacher Millionär glaube ich nicht, dass es wirst in der Schweiz. Also musst du schon den Transfer ins Ausland machen, dass du dann kannst sagen, so durchschnaufen. Ich habe es geschafft. Also ich glaube nicht, dass ein Schweizer das schafft, der nur in der Schweiz shootet. Und was hat es dir geholfen, als Fußballgott St. Gallen zu sein, für das, was nachher noch gekommen ist? Weil der Marc Zellweger, der war das Idol, die Identifikationsfigur, dort mal vom FC St. Gallen, Schweizer Meister. Wir mögen uns erinnern, dort beim Marktplatz, wo wir dort die Stadttüren sind, und da haben ja alle gesponnen und man hat nur von dem geredet und der Zähli, der war der Zähler, der hat mich vergöttert. Was hat dir dafür zu nachher gebracht? Ja, die Türen gehen ein bisschen schneller auf als normal. Also jetzt nicht mehr so, aber vorher sind sie tack aufgespickt. Nein, also du hast einfach den Vorteil, wenn man dich kennt, dann eben gehen die Türen halt doch ein bisschen schneller auf. Und dann ist es an dir, ob du das ausnützt oder nicht. Also du musst genau gleich dann die Leistung bringen. Du hast den ersten Schritt wird geholfen und nachher musst du selber laufen. Und das ist, denke ich, bei allen gleich. Eben einfach, das ist halt der Vorteil, wenn ich jemanden anrufe, dann ist er vielleicht interessiert und hört vielleicht eine Minute länger zu. Wenn er ein gewisses Alter hat. Wenn er ein gewisses Alter hat. Und ja, das ist der Vorteil. Also es ist nicht abzustreiten, dass das sicher auch geholfen hat in dem Einstieg, den ich da jetzt in dem Update gemacht habe. Also es ist nicht so, dass ein anderer hätte das vielleicht nicht können. Wenn du heute den Rorschach durchlaufst oder den St. Gallen durchlaufst, wie oft wirst du da noch angesprochen? Angesprochen bin ich vorher selten geworden, werde ich jetzt selten, aber die Leute, die dann mit mir durch das Zeug durchlaufen, die sagen dann schon, dich kennen sie immer noch. Also es ist nicht so, also in der Ostschweiz glaube ich schon, dass mich die Leute noch kennen, aber sie gehen ganz anständig mit mir um. Na gut, du gehst auch mit anständig mit denen um, oder? Nein, es ist auch schön. Also es ist eine Anerkennung. Ich durfte 15 Jahre für den Club shooten. Und das ist eine Anerkennung der Leute. Also wenn sie die immer noch kennen, dann ist das, glaube ich, nichts Schlechtes. Nein, das haben wir noch gesagt. Okay. Jetzt der Fußball, da ist eine Sportart, die prominent ist. Handball, Karin, da müssen wir ehrlich sein, das ist eine Randsportart. Wenn du das da hörst von Marc Zellweger,
Ist da etwas, wo du sagst, ah ja, da habe ich auch erlebt? Oder musst du sagen, nein, das hätte es bei mir eigentlich nie gegeben? Ja, also da zum Galen haben wir das Glück, dass der Frauenhandball wenigstens einen Stellenwert hat, mit dem Melze Brühl, der ja sehr erfolgreich ist. Aber auch da, klar, es ist eine Randsportart, dann ist es noch Frauenhandball, der steht noch mal hinter dem Herrenhandball, leider so in der Schweiz. Das durfte ich jetzt aber erleben im Ausland und darum bin ich auch, habe ich auch ins Ausland gewechselt. Ich habe die Erfahrung gemacht in Deutschland, wo die Leute einfach sportverrückt sind, wo die Fans ganz anders ticken wie in der Schweiz. Dann bin ich auf Norwegen und in Norwegen ist es genauso. In Norwegen ist der Frauensport einfach ebenbürtig mit dem Männersport. Das ist auch mal als Frau spannend zu erleben und die Erfahrung zu machen. Und dann in Frankreich auch, ist eine absolute Profiliga dort und funktioniert einfach der Sport anders als hier in der Schweiz. Und das war eine Erfahrung, die ich sehr genossen habe, um die auch zu machen als Sportlerin und auch mal die Anerkennung irgendwo zu spüren, die man leider in der Schweiz jetzt im Frauensport, im Frauenhandball spezifisch nicht so hat. Was müsste man denn anders machen in der Schweiz? Oder was kannst du anders machen? Was ist die Funktion im Handball? Also wir machen wirklich, also es ist auch so, das Niveau ist auch nicht gleich und die Spielerinnen in der Schweiz sind auch nicht so professionell wie die im Ausland. Also es ist schon klar, dass man da auch nicht vergleichen kann, eins zu eins. Aber wir arbeiten jetzt beim Verband wirklich daran und probieren die besten Spielerinnen rauszunehmen und probieren die so zu fördern, damit sie eben den Sprung schaffen ins Ausland, dass die Nationalmannschaft wieder erfolgreicher wird. Und dann hast du auch den Anspruch von den Medien wieder, dass sie mehr berichten. Wenn du Erfolg bringst, dann hast du wieder attraktiver für Sponsoren und so weiter. Und das bringt dann natürlich wieder mehr Spielerinnen, die Lust haben zum Handball spielen und durch die Breite hast du dann wieder mehr Spitze. Und das ist so ein Kreislauf, den wir probieren anzustoßen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Die Entwicklung geht definitiv nach oben, aber es ist sicher noch ein langer Weg. Und wir wissen auch, dass wir starke Konkurrenz haben, gerade mit dem Fußball, Eishockey jetzt in der Schweiz, wo natürlich omnipräsent sind. Du hast vorhin gerade vom Weg geredet. Dein Weg, vor gut einem Jahr, ist ja fertig im Sport. Das andere kommt. Oft hört man von Sportlern, Sportlerinnen im Spitzensport, vor allem nach dem Karriere sind sie in ein Loch hinein. Hast du das Loch auch gespürt? Ja, mir war es wirklich schwierig, als ich aufgehört habe. Also einfach das Hauptproblem war bei mir, dass ich von klein auf wirklich durch das Training so taktet war, dass ich in dem engen Korsett eigentlich gelebt habe und der Handball einfach mein Leben bestimmt hat. Mit den Trainings, mit den Auswärtsspielen am Wochenende, mit Nationalmannschaftslehrgängen, Europacup-Spielen und so weiter. Und wenn du von Anfang an eigentlich nichts anderes kennst und alles dem unterordnen ist, also wirklich auch die Ferien und in der Ferien schaust du, dass wenn du irgendwo hingehst, noch irgendeinen Fitnessraum hast, dass du noch kannst drin bleiben und alles. Und das bestimmt dich über 15, 16 Jahre. Und dann hast du es plötzlich nicht mehr. Das ist schon eine Veränderung. Und ein wichtiger Aspekt war auch wirklich das Soziale mit dieser Mannschaft, wo du automatisch in so einem Konstrukt bist mit der Mannschaft, wo du weißt, am Abend hast du einfach die Frauen um dich herum, du bist auf Auswärtsfahrt, erlebst wahnsinnig viel, auch im Ausland, an diesen Turnieren. Und das alles hast du ja nachher nicht mehr und musst du das alles wieder neu aufbauen. Oder für mich jetzt, dadurch, dass ich 11 Jahre im Ausland war und zurückgekommen in die Schweiz, ist das schon ein rechter Schnitt in meinem Leben. Ja. Marc, hat es ein Loch bei dir auch gegeben? Du hast gesagt, du hast in 2 Jahren mal einfach leben können. Wie hat es sich denn gelebt, hier mit, ich sage jetzt mal, nichts mehr zu tun? Also nichts mehr tun ist ein bisschen übertrieben. Also, ich bin schon ein bisschen der Gleiche da. Nein. Sieht jetzt nicht aus, wie wenn er gar nichts mehr macht. Nein, also bei mir war es ein bisschen anders als bei Karin. Also ich war nur 1 Jahr im Ausland. Ich bin 15 Jahre in St. Gallen gsi, also dementsprechend habe ich mein Umfeld da gehabt. Also ich bin in Findertor aufgewachsen, habe meine Freunde, Familie habe ich dort gehabt und habe geschaut, dass ich mein Hobby kann zum Beruf machen, super, aber meine Basis war immer die Freunde, die ich von der Schule hatte, also die ich auch noch heute habe. Und weniger mit denen, wo ich geshootet habe, in den Ausgang bin oder so. Also in der Mannschaft war es immer super. Wir haben es lustig gehabt. Lustige Abende, Trainingslager sind super gewesen. Wir haben auch noch ein bisschen mehr gesehen, weder nur die Türkei. Also wir haben schöne Trainingslager gehabt. Wir sind, glaube ich, mal in Kolumbien Also Argentinien, Chile, Südafrika. Also ich habe relativ viel gesehen mit dem Fußball und bin auch sehr dankbar. Und habe auch gute Typen kennengelernt im Fußball. Es ist jetzt nicht so, dass alles nur Idioten rumlaufen, also wir hatten wirklich immer lustig in der Mannschaft. Aber eben meine Basis war ausserhalb und das hat nachher sicher auch geholfen, wo der Fußball fertig war. Also das, was ich am meisten vermisst habe, war das Innenleben von der Mannschaft. Aber nicht das Publikum oder ins Stadion reinlaufen. Und da ich eben meine Kollegen hatte, ist es dort weitergegangen. Also es war
Das Loch ist bei mir nicht gekommen. Dennis, du hast ja nie ein Loch gehabt. Nein, auch nicht. Nein. Nein, es ist halt auch, meine Karriere ist so lang gegangen, also auf dem Eis, mit den Shows, die man nachher machen konnte, dass es dann irgendwann auch wirklich gut ist, wenn man das nicht mehr so macht. Also ich gebe jetzt mein Wissen auch dem Nachwuchs weiter und ich finde das schön, dass ich Technik und alles ein bisschen weitergeben kann. Aber ich habe auch wie der Marc mehr auf die Kollegen gesetzt oder Kolleginnen, die ich hier in Zürich hatte. Immer, also auch schon, als ich mit Jung unterwegs war auf der ganzen Welt. Das war bei mir eher fast umgekehrt. Wenn ich einmal irgendwo in Deutschland war und wir hatten zwei Tage Pause, bin ich immer grad heimgeflogen, damit ich wieder mein Umfeld kurz habe und dann wieder gegangen. Ja, mich hat es immer heimgezogen, mein Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Und ja, und nachher, irgendwann hat man es dann einfach auch gesehen, oder? Also ich hatte dann irgendwann das Gefühl gehabt, jetzt muss ich nicht nochmal einen Wettkampf machen und nochmal. Aber das ist, weil es einfach so lange alles gegangen ist bei mir. Also gibt es denn im Sport aber die Schulterklopfen, wo man sagt, denn wenn du Erfolg hast, dann hast du viele Freunde und nachher hast du nur die richtigen Freunde? Ja, also ich bin immer ein bisschen so, wenn ein Wettkampf war irgendwo, ob es jetzt in Amerika ist, also vorher sind alle mega nett und wenn dann die Noten gekommen sind und ich laufe zurück in die Garderobe und habe gewonnen und dann sagt einfach niemand mehr in der Garderobe etwas zu mir. Also es ist immer ein bisschen so, wenn man gut gefahren ist, ist es so, oh, wie ist es gegangen? Und, nein, ich würde sagen, wenn man nicht gut gegangen ist, dann haben die Leute eher gefragt, ja, wie ist es gegangen? Ja, ist nicht so schlimm, das kommt schon. Und wenn man mega gute Leistung gemacht hat, dann haben die Leute, also sagen wir jetzt in der Konkurrenz, haben dann nichts gesagt. Die Leute sonst schon natürlich, die haben schon gesagt, sind begeistert und alles, aber einfach so hat man schon ein bisschen Tiefensucht gemerkt. Aber das ist dann auch nur, am Tag nachher ist das dann wieder weg gewesen. Also man ist auch gut essen mit diesen Leuten, aber es war nie so eine tiefe Freundschaft gewesen, irgendwie. Karin, bei dir mit tiefen Freundschaften aus dem Sport raus? Ja, im Moment schon sehr intensive Freundschaft auch, einfach dadurch, dass man wirklich eng zusammen war und auch sehr viel miteinander erlebt hat und durchgemacht hat auch. Und ich war dann eben viele Jahre ja als Ausländer in einer Mannschaft gewesen. Und dann bist du eben mal über Weihnachten bist du mal zusammen, dann bist du mal über Ostern zusammen, wenn alle Einheimischen zu der Familie gehen und dann bleiben nur noch die Ausländer zurück und dann feierst du halt mit denen zusammen. Und dann machst du schon sehr viele emotionale Tage und Zeiten auch miteinander durch. Und das schweisst irgendwie schon zusammen. Und durch die lange Zeit habe ich schon auch Freundschaften mit diesen Sportlerinnen auf jeden Fall aufgenommen und auch wirklich die als Freundinnen kennengelernt. Aber ich muss natürlich auch sagen, bei uns wechselt man alle zwei Jahre quasi den Verein, so im Schnitt, würde ich sagen. Und da geht über ganz Europa irgendwann. Und dann ist die eine mal dort, die andere mal da. Und dort das aufrechtzuerhalten, ist extrem schwierig. Wir haben zwar klar viel mit Social Media und so ist es einfacher und macht man das natürlich auch. Aber ja, es ist nicht so einfach, wie wenn du einfach kannst heimkommen und weisst, ich habe dort meine ganze Clique, die einfach bereit steht. Und wenn du jetzt eine Frage hättest an Marc, was muss ich jetzt noch machen, damit ich den Beruf, den ich jetzt habe, kann optimal weiterführen kann, auch im Bereich mit guten Freunden zusammen? Wenn er für Erfahrungen gemacht hat, er gesagt, ich habe meine Freunde von unten nur genommen. Was willst du von ihm noch für einen Ratschlag? Bin ja gespannt. Ja, ein Ratschlag. Nein, ich finde es bei ihm einfach spannend und einfach auch lässig vom Typ her, dass er so sich selber geblieben ist und so authentisch ist. Und ich glaube, das zeichnet ihn sicher aus als Sportler. Und so haben wir ihn auch alle wahrgenommen, damals, als er gespielt hat und auch jetzt, wie du auftrittst und das Fitnesscenter auch führst. Sehr authentisch und sehr sympathisch. Und da ist es sicher eine Typsache auch, ob man bei dieser Person genau bleiben kann. Und das zeichnet dich sicher aus. Und ich glaube, da muss ich gar nicht großen Ratschlag fragen, also du kannst noch ergänzen, aber ich glaube, das ist dein Erfolgsrezept. Ja, ich meine, das muss jeder seinen Weg, muss jeder selber finden. Also Ratschläge, ja, ist mal schön, wenn man mal etwas hört, aber grundsätzlich muss man seinen Weg gehen. Und es ist, glaube ich, genug alt und wird das schon schaffen. Jetzt werde ich ganz aktuell, also Tranquillo Barnetta ist nicht zu dir gefragt. Du, Zeli, auf was muss ich jetzt schauen, wenn ich aufhöre? Der war fast 10 Jahre im Ausland. Was habe ich vorher gesagt? Du bist ein Jahr im Ausland. Ja, und also, wenn man 10 Jahre im Ausland ist, dann muss man sich keine Sorgen mehr machen, oder?
Jetzt wissen wir es genau. Und der muss sich definitiv keine Sorgen mehr machen. Und er ist auch ein guter Typ und ein gutes Umfeld. Also um den Herrn Barnetta muss man sich keine Sorgen machen. Gut, die machen wir uns jetzt nicht. Aber jetzt, wenn wir jüngere Spieler haben, ja, wo in dem Bereich sind, 30, 35, wenn jetzt ein zu dir kommt und sagt, Marc Zellweger, du hast da alles durchgemacht. Auf was muss ich jetzt schauen in den nächsten zwei Jahren, damit ich den Rang finde? Was findest du denn wichtig dort? Ja, also am besten schon, wenn man sich ein bisschen vorbereitet auf den Moment, der kommt. Also nicht einfach schütten, bis es nicht mehr geht, sondern sich wirklich vorher Gedanken machen, in welche Richtung könnte es gehen. Also bei mir ist einfach klar gewesen, ich will nicht im Fußball bleiben. Andere sagen, ich will im Fußball bleiben. Also dementsprechend schon anfangen, Trainerausbildungen zu starten. Weil bis man mal Trainer ist, braucht man ein paar Jahre. Also viele Ausbildungen in der Schweiz. Also sich einfach vorher ein bisschen beschäftigen mit dieser ganzen Sache. Und nicht einfach schütten, bis es nicht mehr geht. Weil Karriere kann auch relativ rassig kommen, Verletzung. Und schon ist es passiert, also, dass man sich auch im Hinterkopf einfach immer noch ein zweites Standbein aufbauen kann. Eben, das ist wichtig und auch da soll man von wann an denken. Schon einem Junior sagen, setz nicht 100% auf den Fußball, du wirst kein Messi. Ja. Wenn ich kleine Buben sehe, dann sehen wir ja, was auf dem Leibli haben, oder? Und sie sehen immer nur da. Was würdest du einem Jungen sagen, der jetzt ein Talent ist, wann musst du anfangen, auch den anderen Weg mal in den Kopf hineinzunehmen? Ich glaube, heutzutage sind es relativ weit in den Verein und im Verband, wie schon Karin gesagt hat, dass die Spieler oder die Kinder schon auf beide Seiten geschult werden. Also, sie müssen in der Schule müssen gut sein, sonst haben sie gar nicht die Chance, in diesem Verein zu schutten. Also, es wird glaub, relativ viel gemacht für die heutige Jugend, dass sie müssen beide Schienen fahren müssen. Wir sehen immer nur die zwei, drei, die es schaffen. Und wie viele das nicht schaffen, das ist extrem. Also es ist viel die größere Zahl, die es nicht schafft, wie die es schafft. Und ich glaube, Vereine sind jetzt relativ weit, auch vom Verband wahrscheinlich ein bisschen Druck gemacht worden ist, dass sie beide Schienen fahren müssen. Also Schulausbildung plus Fußball, Handball oder der Sport, was auch immer dann machen. Also das ist, glaube ich, momentan in der Schweiz ist es, glaube ich, sehr gut, muss man sagen. Karin, das ist jetzt deine Aufgabe auch bei der Handballakademie. Ja, genau. Also wir wollen da wirklich die Spielerinnen fördern und wie du auch gesagt hast, bei uns ist auch klar, sie müssen in der Schule Leistungen bringen, wir können bei uns kann man Matura machen und man kann eine Lehre abschliessen. Aber das ist natürlich wichtig, dass da parallel fahren, dass man auch die Eltern sagen kann, hey, wir geben die professionelle sportliche Ausbildung, aber auf der anderen Seite natürlich eben auch die schulische Ausbildung, weil sie eben für die Zukunft vorbereitet sein müssen. Was ich eben noch spannend finde, ich habe jetzt gerade Kontakt gehabt, zum Beispiel mit der Swiss Association of Football Players. Das ist so ein bisschen, die bereiten auch genau das vor und die wollen sich auch im Handball jetzt ein bisschen breiter aufstellen. Das heisst für die Sportler selber, wo die können quasi mitmachen und die wird man wirklich auch betreut. Was Verträge angeht, man kann Weiterbildungen machen, sie schauen, dass man Karriere nach der Karriere eben machen kann. Das ist schon alles sehr viel professioneller jetzt geworden. Dadurch, dass der Sport sich entwickelt hat, hat sich auch so Gefäße entwickelt, wo man als Sportler ganz andere Möglichkeiten hat, wie noch vor 15 Jahren. Eben, es gibt Talentschulen, es gibt Talentförderung, es gibt die Akademien, Fußball, Handball und so weiter und so fort. Ist da etwas, du hast im Ausland sehr viel dürfen miterleben, ist da etwas, wo andere Länder weiter sind und wir hinken ein bisschen hinten an? Viel weiter, ja. Also gerade in Deutschland, Frankreich gibt es extrem viele Internate, die von den Vereinen geführt sind, wo die Vereine genau ihre Jugend so ausbilden können, damit sie nachher eben erfolgreich werden, professionell trainieren, als Internat eben. Und bei uns gibt es da nicht die Strukturen. Und das ist auch der Grund, warum wir als Handballverband gesagt haben, wir müssen das eigentlich in die Hände nehmen und die professionellen Strukturen schaffen, weil die Vereine einfach nicht die Möglichkeiten haben in der Schweiz. Und da sind wir sicher gefordert, eben als nationaler Verband. Und das ist eben auch wichtig für die Karriere nachher. Ja, also einerseits für die erste Karriere, für die sportliche Karriere, weil sonst schaffst du den Anschluss gar nicht, international. Die anderen sind schon so viel weiter, athletisch, technisch, da schaffen wir das gar nicht mit unserem semi-professionellen Standard, den wir haben in der Schweiz. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir diese Professionalität bringen können, diese Talente, die wir haben in der Schweiz. Und dass sie eben zuerst mal die sportliche Karriere machen können, aber immer wissen, in den Taschen und im Rucksack haben sie eben auch noch eine solide Ausbildung, wo sie dann in der Schweiz oder wo auch immer das leben wollen, können ein Studium machen, abschliessen und nachher etwas arbeiten. Da wären die Mannschaftssportarten, ist das im Einzelsport auch ein Thema?
Ja, das ist natürlich schon auch wichtig. Also ich meine, was heutzutage gibt es natürlich die Sportschulen. Das hat es früher noch nicht gegeben. Und ich bin auch ganz normal in der Schule. Und dann die letzten 3 Jahre haben wir dann eine Privatlehrerin können engagieren. Aber heutzutage gehen ja die alle in die Sportschule, können am Morgen in die Schule und am Nachmittag trainieren. Also die haben ab 12 Uhr sind die eins sind die fertig. Also wenn sie natürlich ein gewisses Können haben in ihrer Sportart. Aber das finde ich schon mal sehr gut. Oder? Das hat es zu meiner Zeit jetzt noch nicht gegeben. Und wie stark ist denn da der Einfluss der Eltern? Einerseits auf den Sport selber und der Einfluss für da nachher, denken die Eltern auch weiter? Oder sehen sie im Moment nur den sportlichen Erfolg von ihrer Töchter, von ihrem Sohn? Ja, also es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Alter die sind. Wenn jetzt natürlich 1-6 ist oder 9, klar, da muss es auch in die Schule. Und sie sind natürlich trotzdem, wenn sie eine Eisprinzessin, das Projekt Eisprinzessin, wollen ganz viele Mütter. Aber natürlich auch viel. Ist deine Mutter auch so gewesen? Nein, also meine Mutter hat mich ja auch noch trainiert und sie war eigentlich eher die, die mich immer bremsen musste. Also ich wollte immer auf sie und nochmal und am Abend, wenn ich schon über den Mittag war. Und sie war ja nicht eine, die eine Eisprinzessin wollte. In dem Sinne, es war einfach dann so viel Talent herum, das man dann gefördert hat, natürlich. Ja. Und wie gross ist denn der Druck von der Öffentlichkeit her, wenn es darum geht, die Leistung im Sport zu bringen, aber auch für nachher. Hat die Öffentlichkeit da einen Einfluss darauf, wenn Dönis Biermann jetzt eigentlich kein Wettkampf mehr läuft? Oder ist das ein eigener Entscheid gewesen? Nein, das war alles immer mein eigener Entscheid gewesen. Also es ist jetzt nie, dass ich irgendetwas gemacht habe, wo die Öffentlichkeit gefunden hat, sollte ich machen. Also die hätten eher gefunden, ich sollte nochmal an die Olympiade oder auch den Schweizer Eislaufverband. Die haben dann gefunden, ich sollte noch nicht in die Shows mit 18 oder 20, sondern sollte noch länger weiterfahren, also halt die ISU-Wettkämpfe. Aber ich habe auch gefunden, ja, das ist jetzt auch spannend. Jetzt muss ich die blöden Pflichtfiguren nicht mehr machen, die es halt früher noch gegeben hat. Die gibt es ja heute nicht mehr. Die sind abgeschafft worden. Ja, also ich habe immer gemacht, was ich will eigentlich. Der Vorteil bei den Sportlerinnen und Sportlern ist, es gibt keine gesetzlich fixiertes Pensionsalter. Von dem profitierst du? Ja, also ich kann sicher noch lange, also jetzt auch mit Coaching oder so, kann das so lange machen, wie ich will. Also es gibt Trainer, die sind 80. Und noch sehr gut. Mein damaliger Trainer, der eine war schon 90, der wirklich so eine Koryphäe war in den Pflichtfiguren, wo ich auch noch Unterricht hatte. Es kommt wirklich aufs Können an, was man weitergeben kann und was man noch mag. Also es ist, Eislaufcoach ist ein sehr anstrengender Job eigentlich. Also ich bin ab 2 bin ich etwa bis um 6 Uhr auf dem Eis, also in der Kälte und coache die Leute. Und nachher gebe ich Konditionstraining und manchmal auch länger. Also das ist, kann manchmal auch von 10 bis um 5 Uhr am Abend. Also. Also wenn ich es böse bin, dann aber ob ich das loslassen noch mag mit 70 oder 80, ich weiß nicht. Meinst du, könntest du gleich mal noch loslassen vom Eislauf? Ja, für mich ist, also ich glaube, die Leute sind eigentlich, finden das nicht schlecht, dass ich unterrichte, oder? Das ist, dass man etwas weitergibt, also das ist sicher gut. Aber ich fühle mich auf dem Eis so wie daheim. Für mich ist das egal, wo ich bin, in welcher Stadt, in welchem Land. Die Eisbahnen sehen immer etwa gleich aus und Garderoben, da fühlt man sich gerade daheim. Also, nein, für mich ist es gut. Also, ich finde, es ist einfach eine Passion. Aber kannst du Marc also, ich müsste jetzt nicht gesagt, mit 80 will, unterrichten. Also, ehrlich ich gesagt, ich würde mit Fußball jetzt eigentlich nichts mehr am Hut haben. Kannst du dir nicht vorstellen? Nein, also ich bin gerne noch im Eislaufen tätig. Also, es ist auch nicht, dass ich jetzt unbedingt müsste bis 80 oder überhaupt immer müsste arbeiten. Aber ich finde es wichtig, dass man eine Aufgabe hat. Dass man jeden Tag, das ist so die Struktur, die du sagst. Oder wenn ich jetzt einfach verwache und denke, ja, was soll ich jetzt machen? Oder? Also, ich finde, man muss eine Aufgabe haben im Leben und das verfolgen. Und wenn ich jetzt meine Leidenschaft noch jemand anders gesagt hätte, also es müsste mit Sport zu tun haben, wenn jetzt das mit dem Eislaufen nicht wäre, mit dem Unterrichten, dann würde ich da irgendwo einen anderen Weg suchen, Ausbildungen machen halt für im Fitnessbereich.
Marc, kannst du es nachvollziehen, wie sie jetzt sagt, ich muss einfach weiter in dem Eislauf sein? Absolut. Das ist nicht so, dass ich mit dem Fußball gar nichts mehr zu tun habe. Also Fußball ist immer noch meine Leidenschaft. Also es ist nicht so, dass ich nichts mehr mit Fußball zu tun habe. Aber es ist einfach der Fakt, dass ich nicht irgendwie Trainer oder Sportchef sein. Das ist das, was ich nicht will. Wieso eigentlich? Musst als Trainer im Fußballbusiness musst ein Zigeuner sein. Also du musst den Jobs nachreisen. Und wer meine Karriere verfolgt hat, hat gemerkt, dass ich relativ wenig Clubs gemacht habe. Also bin ich eher einer, der etwas sesshaft ist. Und die Voraussetzung bringe ich jetzt einfach nicht mit für das, dass ich alle zwei Jahre irgendwie in einem anderen Land sein und einen Club trainieren. Also, und hoffen muss, dass irgendeiner entlassen wird. Also ich bin lieber irgendwo fix an mein Zeug und dann ist gut, dann bin ich zufrieden. Karin, du bist ein bisschen Zigeunerin gewesen. Ja, muss zugeben. Ja. Also ich habe wirklich viel auch eben die Liga dann auch noch wechseln. Bei mir war es so, dass ich 7 Jahre Bundesliga gespielt habe. Und für mich war dann so ein bisschen der Knackpunkt gewesen, ja, was will ich jetzt noch, wohin geht es? Ich habe zwar in der Bundesliga auch Verein gewechselt, aber es war dann doch immer die Bundesliga gewesen. Und für mich war dann wirklich ein wichtiger Entscheid gewesen, ja, gehe ich zurück und ist das jetzt gewesen? Habe ich die Motivation noch oder mache ich noch mal etwas Neues? Und dann ist für mich wirklich wieder die Leidenschaft aufgekommen und gesagt, nein, eigentlich will ich noch mehr erleben im Handball, eigentlich will ich noch mehr sehen. Und dann habe ich den Schritt auf Norwegen gemacht und dann hat sich wie das ganze Abenteuer noch mal ein bisschen angefangen zu spinnen. Mit dem ganzen Schritt, den ich dann mit 30 gemacht habe, noch mal auf Norwegen zu wechseln. Und dann nach Norwegen ist dann noch mal Frankreich gekommen. Und da war sicher für mich eine sehr spannende Zeit gewesen. Und da wieder mit dieser Leidenschaft zu tun, die ich schon ein paar Mal gehört habe, mit dieser Passion, wenn du das Privileg hast, dass du kannst den Sport, den du so gerne machst, zum Beruf machen, dann ist es dafür nachher umso schwieriger, dort auch irgendwann wieder loszulassen. Also es sind immer neue Herausforderungen. Wir haben hier heute die Thematik Spitzensport und was danach, Karriereende als Herausforderung. Jetzt nochmal auf die Herausforderung nach dem Karriereende zurückzukommen. Das heisst, die Herausforderungen, die du vorne hast, die tust du jetzt einfach fortsetzen. Oder es kommt dir zu gut, das, was du vorne gelernt hast, mit der Herausforderung, die kannst du jetzt brauchen. Es ist ein bisschen beides. Also ich bin sicher jemand, der das gerne hat, wenn immer etwas Neues kommt, wenn ich mich auf etwas Neues einlasse, wenn ich etwas Neues erlebe. Ich bin recht neugierig und da wird es mir vielleicht eben auch irgendwann mal dann zu eintönig, wenn ich ständig das Gleiche um mich herum. Und darum glaube ich, ist das auch die logische Konsequenz von mir. Wenn ich jetzt zurückkomme, dann wollte ich irgendetwas starten, das ich genauso führen kann wie beim Handball die letzten Jahre. Und da ist mir jetzt schon irgendwo gelungen. Ich konnte eine Firma selber gründen. Ich habe mich selbstständig gemacht, kann dort quasi die Projekte angehen, die ich wirklich finde, das will ich machen, das will ich umsetzen. Und das ist momentan eine super Situation für mich. Und das fällt mir jetzt darum auch nicht so schwer, wie ich im Sommer das Gefühl hatte, von dem Handball wegzukommen, sondern ich habe relativ schnell gesehen, ja, da gibt es noch viel mehr und ich sehe, dass ich da mein Feuer wieder anders entfachen kann. Man sagt oft, der Sport ist eine Lebensschule. Dem würdest du zustimmen? 100%, ja. Marc? Absolut. Was denn? Was ist es denn genau, der Punkt, was ausmacht? Du hast jetzt in deinem Fitnesscenter sicher auch mit vielen Leuten zu tun, die haben einmal Sport betrieben, so, die haben es nicht betrieben. Merkst du dort den Unterschied zum Beispiel von den Leuten, die Sport betrieben, leistungsmässig mehr und solche nicht, als die das gemacht haben, die sind zielgerichtet? Ich muss jetzt aufpassen, hocken da ein, zwei da. Gut. Ich kann noch nicht ganz offen reden. Die Frage ist zu welcher Kategorie, jetzt kannst du entweder ein bisschen positiv. Der Vorteil von einem Profisportler, der hat das Ziel vor Augen und der marschiert auf das Ziel los. Also er weiß, was er machen muss, dass er das Ziel erreicht. Und das hilft im weiteren Leben definitiv. Also du bist fokussiert, du weißt, was es braucht und du machst es auch. Und du ziehst es durch. Also das ist in den Genen von einer Sportlerin einfach. Von einem Sportler oder Sportlerin. Also das ist einfach gegeben. Aber das Talent allein langt ja nicht im Sport. Das langt definitiv nicht. Also vom Talent her hat es viele bessere gegeben als ich, die ich auf meinem Weg gesehen habe. Am Schluss haben wir vorher schon gesagt, es braucht Glück, es braucht einen Trainer, der sagt, okay, auf dich setze ich. Aber dann kommt dann gleich auch die mentale Sache dazu, wo dann halt, wenn der Zeitpunkt da ist, wo du die Chance bekommst, dann musst du es auch bringen, deine Leistung. Und da ist nachher im Beruf genau das Gleiche. Das ist definitiv so. Nur beim Fußball oder beim Sport ist es ein Wochenjob.
Also du musst jede Woche musst du deine Leistung bringen in der Arbeitswelt. Da merkt man vielleicht, wenn du nicht so optimal Leistung bringst, merkt man es vielleicht erst in einem halben Jahr, dass es nicht so gut gegangen ist. Also du hast mehr Möglichkeit, dass du wieder ausbessern, als wenn man einen schlechten Tag hast. Okay, hast einen schlechten Tag. Wenn du im Fußball 2, 3 schlechte Tage hast oder Match, dann ist es dann für dich. Also dann musst du wieder lange warten, bis du die Chance bekommst. Und im Arbeitsleben mag es einmal vertragen, dass du vielleicht mal 2, 3 Tage wieder nicht so in Form bist. Wenn du jetzt ein bisschen weiter schaust, wie denkst du denn, wie geht deine berufliche Karriere weiter? Wie lange kannst du dir vorstellen, dein Leben lang jetzt im Fitnesscenter zu arbeiten, dort zu führen, mit den Leuten jeden Tag mehr oder weniger etwas gleich Ähnliches machen? Ist das das, was du das Gefühl hast, das erfüllt mich jetzt bis zur Pensionierung mit 70? Ja, ich habe natürlich schwierige Gäste, da bin ich oft dort. Ganz schwierige. Nein, also Stand jetzt, ich bin sehr zufrieden, ich stehe morgen gerne auf. Ich bin gesund, habe eine gesunde Familie, 2 kleine Kinder, wo ich jetzt den Fokus eher dort drauf habe. Ich arbeite 80%, das Glück, dass ich mir das leisten kann, ich ein bisschen Spass am gelebt habe. Wenn es mal nicht mehr passt, wenn ich morgen aufstehe und nicht mehr zufrieden bin, dann habe ich Zeit, um mich zu verändern. Aber Stand jetzt passt alles und die Kinder sind eben noch klein. Also bis die gross sind, geht es nur 1, 2 Jahre. Also habe ich etwas zu tun. Also man kann sagen, der Marc Zellweger ist zufrieden, auch einen neuen Lebensabschnitt mit der Familie zu kommen. Absolut. Also ich bin ja zu allem zum Fußball bin ich spät gekommen. Ich durfte lange schutten. Bin ein bisschen spät dran mit der Familie, aber es ist alles. Ich bin zufrieden. Karin, wie zufrieden bist denn du im Moment? Ich bin auch sehr zufrieden, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe den Schritt gut geschafft jetzt. Ich habe mich da jetzt etwas Neues aufbauen, mich neu orientiert, wieder zurück in die Schweiz, fühle mich da wohl und von dem her bin ich auch sehr zufrieden, ja. Wie gross ist denn die Herausforderung, plötzlich eine eigene Firma zu haben? Ja, das ist natürlich schon da. Du hast ganz eine andere Verantwortung. Du musst ganz anders planen und Überlegungen machen. Du hast natürlich auch einen gewissen Druck. Du kannst nicht einfach am Ende der Monate davon ausgehen, dass der Lohn überwiesen wird. Aber das ist wieder eine von den Herausforderungen, die ich spannend finde und die mich gereizt haben, auch um diesen Schritt genau zu wagen. Um zu sagen, da ist etwas, das ich nicht so kenne und das ich auch selber beeinflussen und steuern kann. Und das reizt mich an dem Ganzen. Und darum habe ich es auch gemacht. Und wie ist denn die Abhängigkeit von außen her? Also du musst immer liefern, liefern, liefern. Sonst hast du am Schluss nichts. So ist es. So ist es auch im Sport. Und ich würde sogar, du hast gesagt, einen Wochenjob. Ich würde sogar sagen, einen Tagesjob. Weil jedem Training ist bei uns entscheidend, ob du am Schluss dann am Wochenende aufgestellt worden bist oder nicht. Weil der Konkurrenzkampf in der Mannschaft selber ist auch extrem. Und das ist natürlich in der Wirtschaft genau das Gleiche. Du hast, du musst deine Firma verkaufen, du musst deine Produkte am Mann bringen, an die Frau bringen und musst gute Leistung bringen. Und dann am Schluss zahlt es sich dann hoffentlich auch aus. Dennis, du bist eigentlich auch ein eigenes Unternehmen. Ja, so eine Marke, könnte man sagen. Ja. Und wie managst du denn die? Machst du alles selber oder wärst jetzt du zum Beispiel eine, wo ich könnte Karin einen Tipp gegangen oder auf Dennis zu? Sie hätte noch ein bisschen Unterstützung nötig. Also ich hatte früher Manager in Amerika, in Deutschland, überall. Und ich habe durch das sehr viel gelernt. Also ich weiss ja, die haben, was die etwa abgemacht haben für Verträge und alles. Und ich habe durch das so ein bisschen mitgelernt, wie das läuft. Und jetzt mache ich es mehr oder weniger selber. Und wenn mal etwas kompliziert ist, dann habe ich immer noch jemanden, wo ich dann das übergeben kann. Für mich ist noch irgendwie phänomenal, wie du dich über all die Jahre so in der Schweizer Prominenz hast können heben. Was musst du da selber dazu beitragen, damit man dich immer noch so kennt, damit du noch immer omnipräsent bist? Was also ich mache eigentlich gar nichts. Also ich tue nicht... also du läufst nicht einen Blick an. Nein. Du läufst einen Blick an und sagst, ich habe ein neues Auto gekauft. Nein, ich tue nie an. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht, dass ich irgendwo angerufen hätte und gefragt hätte. Aber das gibt es, ja, das habe ich gehört, ja. Aber eben, aber, weißt du es denn als dir, nein, als die Mann, kommen immer auf einem zu, also jetzt auch von der Boulevardplatte, da kommt immer wieder ein Telefon. Ja, läuft etwas, was ist neu und so. Und ja, wird immer nachgefragt, nachgestupft. Und komm,
wow, es gibt doch sicher etwas Neues. Und ja, die sind natürlich dann meistens interessiert, nicht was man leistet oder über meine Eislaufschule, sondern über andere Sachen. Also ob du wieder ein neues Tattoo hast zum Beispiel? Ja, genau das. Jetzt, wo ist denn für dich die Grenze vom Persönlichen? Wie weit gibst du die der Öffentlichkeit preis? Ja, also früher ist man natürlich als ja, 13, 14, 16-Jährige ist man schon auch ein bisschen reingelaufen. Oder? Ist man sehr naiv und wenn sie irgendeine Story machen oder sagen wir jetzt, als ich 18, 19, als ich den Colin kennengelernt habe, er ist von England und die haben das wahnsinnig spannend gefunden, er ist auch Eisläufer. Und ich bin dann Ingo besuchen, das habe ich nicht denen gesagt natürlich, sondern sie haben meine Mami angerufen und sie hat gesagt, ja, sie ist jetzt gerade auf dem Weg nach England. Und dann hat sie ihre Geschichte gehabt. Genau, ja, dann heisst es halt, ja, also entweder machst du mit, dann machen wir schöne Fotos, oder dann stehen wir einfach vor dem Haus dort und dann machen wir einfach irgendwas dann rauskommt dabei. Oder, also so, oder wir sind dann auch heimgekommen irgendwo und dann sind sie schon daheim wieder vor dem Haus gestanden. Also das ist dann wirklich ein bisschen anders abgelaufen. Oder als ich nach Paris bin, in die Holiday on Ice, dort habe ich halt jemanden kennengelernt vom Ensemble, das war auch der Colin. Immer noch der gleiche. Aber er hat halt im Wohnwagen gelebt und nicht im Hotel. Und dann wollte ich halt auch in den Wohnwagen bei ihm leben. Und dann sind sie einfach klopfen an die Tür und haben am Morgen und haben mit dem Gipfel gesagt, ja, wir haben gedacht, wir kommen schnell zum Kaffee. Der Fotograf geht hinten drin. Also das ist einfach... Das ist eine andere Welt, Karin. Ein bisschen aufdringlicher gewesen als... Jetzt, heutzutage, ist das natürlich schon ein bisschen besser geworden. Das ist für die Welt... Was es im Handball nicht gibt, oder? Nein, sicher nicht in dieser Art und Weise. Also, wir haben eben das Glück gehabt, in dem Ausland auch von den Medien sehr respektiert zu werden und eben auch eine gewisse Präsenz zu haben, aber sicher nicht in dem Ausmaß, dass man da als Promi das Gefühl, also sich muss irgendwie fast verstecken. Also, das haben wir gar nie gehabt. Marc, wie ist denn das in der Ostschweiz als Promi-Fußballer? Hat man da auch den Versuch müssen widerstehen, dass man nicht alles von sich gibt? Das hast du geschafft, sage ich jetzt einmal. Ja, das ist wieder eine Typfrage. Also, wie man das gerne hat. Die einen stehen gerne im Mittelpunkt. Und eben, wie Dennis gesagt hat, die Leute vielleicht sogar selber einen Blick haben und sagen, du, wenn du mal schnell vorbeikommen, ich habe noch etwas. Und die anderen sagen, nein, du, mein Privatleben ist lieber außerhalb. Ich konzentriere mich auf meinen Job, als, jetzt in meinem Fall als Fußballer. Und da habe ich irgendwie gar kein Problem gehabt mit den Medien. Also da muss jeder selber wissen, wann er will. Absolut, eben, das ist auch nicht wertend. Wenn einer das gerne macht, dann soll er das machen. Das ist okay. Wobei, es hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Also wenn man heute sagt an der Presse, ja, nein, lieber das nicht, dann sagen sie eigentlich schon gerade, nein, dann ist gut. Aber früher war das, glaube ich, irgendwie wie noch stärker gewesen. Oder vielleicht bin ich da einfach auch aktueller gewesen. Kann man so dass sagen. Die so teilweise so Druck gemacht haben. Oder? Und jetzt, wenn du mal sagst, Homestory oder irgendwo, dann sagst du, nein, das daheim lieber nicht, dann akzeptieren sie das eigentlich. Aber gleich aber, aufs Gesamte gesehen, die Karriere danach, wenn man einen Namen hat, dann gewisse Sachen sind eben gleich einfacher. Ja, nein, ich meine, jetzt ist es eigentlich so ein bisschen wie es geht und nein. Also ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit der Presse. Schreiben Sie vielleicht mal etwas dann über eine Show, gleich mal, wenn es nicht über ein Tattoo ist, kommt es einem ja auch wieder zu gut. Oder? Es ist immer eigentlich ein bisschen ein Gern Nein, sagt man so heutzutage. Ja. Also das ist eine Sportkarriere so, und das ist sicher auch für nachher so, wenn man im Beruf ist. Wir sind damit mehr oder weniger am Ende von dieser, ich sage jetzt ganz subjektiv, unterhaltsamen Sache, die wir da miteinander hören dürfen. Wir haben einen Haufen gehört aus der Karriere von diesen drei. Wir haben einen Haufen gehört, wie es den Übergang geschafft haben vom Sport in den Nachhinein und auch, wie ihr Leben sich jetzt so präsentiert. Danke euch ganz herzlich, Dönis Bielmann, Karin Weidelt, Marc Zellweger, für das, dass ihr da mitgemacht habt und sehr offen uns ein bisschen Auskunft gegeben. Liebe Besucher hier im Wirthaus in Rorschach, danke auch Ihnen,
dass sie da so interessiert dabei sind, auch denen, die daheim das Ganze können miterleben konnten. Spitzensport und was danach, Karriereende als Herausforderung, das war das, was wir miteinander ein bisschen erläutern durften. Die Veranstaltungsreihe die geht weiter, wo wir hier im Gesamten sind, prominente Gäste persönlich erleben. Der nächste Fixpunkt, das ist der 11. Juni in Wiel, am Abend um 7 Uhr im Sinewil. Das Thema ist dann nicht mehr der Sport, sondern das Thema ist dann der gesellschaftliche Wandel, wo wir im Moment drinstehen, wo es ja schon immer gegeben hat, ob wir da 100, 200 Jahre zurückgehen oder voraus. Der gesellschaftliche Wandel, der ist immer da. Gäste sind dann in Wiel Nationalrätin Doris Fiala, Zürcher Nationalrätin. Dann haben wir die Wieler Stadtpräsidentin Susan Hartmann und Karin Weigelt ist dann auch wieder dabei. Es würde uns alle natürlich freuen, wenn sie dann auch wieder dabei sind, entweder zu Wiel vor Ort oder wie heute auch im Livestream. In dem Sinn, danke vielmals, dass Sie da sind. Danke für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, friedlichen Montagabend. Geniessen Sie die Zeit. Das Gewitter ist noch nicht gekommen.